Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch ein Energieunternehmen aus den Vereinigten Staaten vor, das seit 2020 immerhin 7,5x gemacht hat. Das geht nicht? Oh doch! Bleibt dran, ihr werdet es sehen. Also, ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lasst uns loslegen! Beginnen wir zunächst mit dem Geschäftsmodell. Die Firma, von der ich spreche, ist Diamondback Energy. Diamondback Energy ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas spezialisiert hat. Ihr Hauptsitz ist in Midland, Texas. Und die Reserven dieses Unternehmens befinden sich in Brasilien. Das Geschäftsmodell von Diamondback Energy basiert rein auf der Exploration, also Förderung und Produktion von Erdöl und Erdgasprodukte. Zum 31. Dezember 2020 verfügte das Unternehmen über geschätzt nachgewiesene Reserven von ca. 1,8 Milliarden Barrel Öläquivalenten. Davon in etwa 50% Erdöl, 24% Erdgas und der Rest in Erdgasflüssigkeit. Diamondback Energy hat einen Zonen CO Entwicklungsstrategie implementiert, um ihre Rendite zu maximieren. Dies gepaart mit dem Fokus des Teams auf Kostenkontrolle positionierte Diamondback Energy als kapitaleffizientesten Betreiber in diesem Bereich, was mitunter zu dieser unglaublichen Performance beigetragen hat. Das Unternehmen hat auch eine Reihe von Akquisitionen durchgeführt, um sein Portfolio zu erweitern und seine Präsenz in Brasilien zu verstärken. Diese Akquisitionen haben dazu beigetragen, die Produktionskapazität des Unternehmens zu erhöhen, was gleichzeitig eine Erhöhung der Rentabilität mit sich brachte. Okay, sehen wir uns zunächst einmal die Zahlen an. Das Unternehmen grundsätzlich ist aktuell mit ca. 55% unterbewertet, was bedeutet, dass mit dem aktuellen Kurs von etwa 340 US-Dollar das Unternehmen Spielraum nach der Discounted Cashflow-Methode hat. Das Unternehmen selbst hat eine Marktkapitalisierung von etwa 30 Milliarden US-Dollar und etwas mehr als 3 Milliarden Dollar an Gewinn verzeichnet das Unternehmen, was uns zu einem KGV von etwa 9,6 führt. Betrachten wir das KGV, bezogen aufs nächste Jahr, sinkt es auf 9,4. Der Umsatz dieses Unternehmens liegt in etwa bei 7,7 Milliarden US-Dollar, was zu einem Kursumsatzverhältnis von in etwa 4 führt. Auch hier sinkt das Kursumsatzverhältnis im Folgejahr. Betrachte ich nun Diamondback Energy in ihrer Peergruppe, erkennt man, dass sie deutlich unter dem Durchschnitt von 14 im KGV liegt, was bedeutet, dass es sich um eine günstig bewertete Aktie handelt. Dieser Eindruck wird durch das PE-Ratio erhärtet, welches mit 9,6 unter dem fairen PE-Ratio von 13,8 liegt. Im nächsten Schritt betrachten wir die Gewinn-Umsatzentwicklung sowie den operativen Cashflow. Man erkennt sehr gut, dass beginnend mit dem Jahr 2014 alle Werte am Steigen sind, wobei sich gegen das Jahr 2022 ein Hochpunkt gebildet hat und seit diesem Zeitpunkt alles etwas abnimmt, was mit der Eintrübung der Wirtschaft direkt korreliert. Diese Lage sollte sich jedoch demnächst bald wieder entspannen. Diese Entspannung zeichnet sich sofort ab, wenn man sich den Forecast des Gewinn- und des Umsatzes sowie des operativen Cashflows anschaut. Noch einmal, um dies deutlicher zu sehen, sehen wir hier eine Grafik, wo die Gewinnentwicklung der letzten 5 Jahre dargestellt ist. Dabei sieht man ganz klar, dass das Unternehmen mit fast 40% sowohl über dem Markt als auch der Industrie liegt. Betrachtet man jedoch nur das letzte Jahr, erkennt man, dass sich hier genau das Gegenteil abzeichnet. Mit 27% Minus, also einem Rückgang des Gewinns, ist das Unternehmen weit unterhalb des Marktes als auch der Industrie. Dieser Umstand kehrt sich jedoch im nächsten Jahr um. Während die Industrie ein negatives Wachstum verzeichnet, so bezeichnet dieses Unternehmen mit fast 15% beinahe dasselbe Gewinnwachstum wie der Markt.
auch der Umsatz wächst wesentlich stärker als der der Industrie und auch des Marktes. Was wiederum von der guten Positionierung dieses Unternehmens abhängt und uns zeigt, dass dieses Unternehmen durchaus einen näheren Blick wert ist. Hier ein paar Wachstumszahlen aus diesem Bereich zusammengefasst. Man sieht, dass das Unternehmen eine unglaubliche Net Margin, also eine unglaubliche Profitabilität von 40% mit sich bringt. Gut, das liegt natürlich am Sektor, aber es ist dennoch unglaublich profitabel. Aus diesem Grund schüttet wahrscheinlich das Unternehmen auch eine Dividende von fast 5% aus, die relativ hoch ist, wobei diese Dividende in den nächsten Jahren etwas abnehmen soll. Betrachtet man diesen nächsten Chart, erkennt man, dass das Eigenkapital dieses Unternehmens stark ansteigt. Vor ein paar Jahren war ein kurzer Abverkauf in Umstrukturierungsmaßnahmen. Leider sieht man auch, dass die Schulden etwas angestiegen sind, halten sich jedoch in den letzten Jahren einigermaßen konstant. Betrachtet man nun die kurzlaufenden als auch langlaufenden Schulden, erkennt man, dass gerade bei den kurzlaufenden Schulden die Deckung sehr grenzwertig ist. Die langlaufenden Verbindlichkeiten sind jedoch sehr gut gedeckt. Ein weiterer negativer Punkt ist, dass es in den letzten Monaten zu einigen Insiderverkäufen gekommen ist, jedoch keine Insiderkäufe stattgefunden haben. Fassen wir alles noch einmal kurz zusammen. Diamondback Energy ist wahrscheinlich das kapitaleffizienteste Ölunternehmen, das es gibt. Es hat eine Marktkapitalisierung von etwa 30 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von etwa knapp 8 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von etwas mehr als 3 Milliarden US-Dollar. Die Volatilität dieses Unternehmens ist sehr gering und auch geringer als die der Industrie. Mein Vorgehen bei diesem Unternehmen ist ganz klar. Es befindet sich bei mir im Zockerdepot und ist in diesem Depot mit über 40% im Plus. Also für all jene, die bis hierher dran geblieben sind, vielen Dank. Bitte abonniert mich, gebt mir ein Like, schreibt einen Kommentar. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Vielen Dank. Bis bald.